Es geht weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich bin's, euer MC Muffix, und ja, wir haben eine Quest von den Skolaren angenommen, dass wir eine Benji-Halle machen sollen. Oder so ähnlich, Benji-Priesterin, wie auch immer. Und ja, Dozentenring, geil. Den tun wir gleich mal ausrüsten, statt unserem Neophytring, geil. Ja, wir sind im letzten Part zu einem, ja, wie ihr seht, Dozenten geworden. Und jetzt schlucke ich hier alle Tränke, die ich habe, denn ich habe Angst. Ich nehme meistens nochmal immer so große Kriegsstärke, großer Erfahrungstrank, großer Mana-Trank, ne, das brauchen wir nicht, großer Stahlverlang, Gussang der Dings könnte sein, denn dort vorne ist eine Benji-Priesterin und Benji-Priesterinnen sind scheiße. Ja, wenn man sich von dieser Attacke übrigens treffen lässt, von dieser kleinen Süßen, hat man gleich mal einen halben Lebensbalken weniger. Okay, und das Lustige ist, es bringt nichts, eigentlich mal die Mugrenade zu machen. Also das spawnen dann einfach nur neue. Weil sie kotzt die einfach aus. Lock, danke. Jetzt kommt sie. Gut, das war perfekt. Das war nicht so perfekt. Okay. So, schöner Block. Ich könnte es echt schaffen, hier ohne Schicksalsmodus zu machen. Hallo, geh zu der Laden. Ja, sie ist down, sie ist down, sie ist down. Oh mein Gott, sind da viele Mugrens. Aber egal, wir machen es für die Skolaren, denn die hat ein paar von den Skolaren getötet. Und ja, wir rächen sie jetzt. Kommt. Ey, der war gar nicht nett von dir, mein kleiner hässlicher Mugren. Obwohl, alle Mugren sind klein und hässlich. Und böse! Und böse! Und immer noch böse, aber der Mugren ist down und jetzt sind noch zwei da. Ja, die Mugrens alleine sind echt nicht so schlimm. Ich finde, es ist kommt mir irgendwie so vor wie so ein ganz lieber, netter Standardgegner. Aber mit der Banshee, also da sind die echt schlimm. Zack. Und da ist der Mugren down. Okay, gut. Zu Telemachos zurückkehren. Ja, werden wir irgendwann mal machen. Nein, Banne mache ich nicht. Wahrscheinlich verpasse ich so viele coole Sachen, aber trotzdem. Ich werde nicht bannen. Bannen ist böse. Hey, voll unfair, ganz ehrlich. Da töten wir eine Benji und die hat niemals Gutes dabei gehabt. Gar nichts, aber wirklich. Boah, ist das Viech eklig. Ah, aber das Wichtigste ist, würde ich mal sagen, dass wir es geschafft haben und dass wir jetzt gut und gestärkt zurück können zu dem ein Skolan. Wir sind erst Dozent, also. Da muss man hier schon irgendwie etwas leisten. Ganz ehrlich, ich werde keiner von den anderen Dozenten hat bis jetzt so einen Bungee getötet oder Benji. Ich nenne sie jetzt einfach Benji, ist mir jetzt wurscht. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Benji. Benji ist einfach ein Name für was Böses. Eigentlich sind es Reaper Asari, aber ja. Reaper Asari Materialchen, die böse Sachen machen, die dich mit zwei Schlägen töten können. Ja, und die dich hochheben können. Hey, ganz ehrlich, jeder, der von euch schon mal Mass Effect 3 Multiplayer gespielt hat, wurde die auch schon mal von so einer Belgie hochgekommen. Sie hat sich einfach so hinter euch geportet, bäm, hinter euch geportet, euch so hochgekommen, euch so hässlich angeschaut und dann euch so zerfleischt. Ohne, dass du irgendwas machen konntest. Das ist immer lustig. Okay, wir reisen jetzt per Schnellreise nach Emea, denn dort ist eigentlich die richtige Quest. Der Skolar. Und ja, da geht irgendwas mit Scherben. Willkommen zurück. Ab. Und wir wollen herausfinden, was da abgeht. Ich würde nur gerne wissen, wie man da... Ach so, da. So. Okay. No problemo, no problemo. Dann schauen wir mal, was geht so ab, mein kleiner Freund. Anker Edmure. Ihr gehört zur Scholia Arcana, nicht wahr? Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich wusste, dass es vage war, was ich geschrieben habe. Ich wusste anfangs nicht, womit ich es zu tun hatte. Es ist nur... der Scherbensturz. Er hat sich verändert. Der Scherbensturz ist eine Höhle im Nordwesten. Sie ist ein guter Ort, um Scherben abzubauen,
Daher auch der Name. Es war dort immer schon kühl. Aber seit einiger Zeit ist die Höhle richtig kalt. Und sie heult, als wäre sie wütend. Vor vielen Tagen ist mein Assistent Donnell Kutti in die Höhle gegangen, um Proben zu sammeln. Er kam nicht zurück. Es ist nicht bloß der Wind. Eher so, als würde die Höhle schreien. Ich hätte sogar fast ein paar Worte verstanden, aber ich ertrug die Kälte nicht und musste fliehen. Ich habe versucht, meinen Assistenten zu finden, jedoch vergeblich. Die Höhle ist einfach zu kalt. Schon nach 6 Schritten sind meine Stiefel am Fels festgefroren. Deshalb habe ich einen Talisman ersonnen, der warm hält. Die Arbeit daran ist beinahe abgeschlossen. Mir fehlt nur noch ein letzter Bestandteil. Wenn ihr mir helfen würdet, könnten wir dieses Geheimnis vielleicht gemeinsam lüften. Nachdem ich daran gescheitert war, mehr als ein paar Schritte in den Scherbensturz vorzudringen, errichtete ich eine Barriere, damit nicht irgendein armer Narr versehentlich hineinstolpert. Die Barriere lässt euch durch, wenn ihr ein Amulett habt, das euch warm hält. Wie etwa eines aus dem Herzen eines Bargest. Ein Paragon-Bargest wäre dafür ideal. Ich habe gehört, dass einer im Norden von Emaire lebt. Tötet ihn und bringt mir sein Herz. Dann kann ich meinen Anhänger fertigstellen. Warum können wir nicht irgendwie so 10 normale Bargest töten und ihm die geben? Das wäre doch viel leichter, viel netter. Und es wäre für mich, ehrlich gesagt, auch viel leichter. Aber nein, natürlich. Er hatte nur gesagt, das wäre ideal, aber man könnte doch auch einen normalen nehmen. Ich werde hier sein. Ja, du hast ja auch kein Leben, du Pisser. Ich meine, kratzt mich schon wieder alles an. Alles schon wieder böse. Wo ist der? Ach, der ist ja da hin. Okay, ja, mehr ein kleines, nettes Dörfchen. Haben wir aber nicht wenig Quests gemacht. Ich glaube, wir haben sogar nur 1 oder 2 Quests gemacht. Ja, also nicht so wichtig. Da ist wieder ein schönes Gefängnis. Ich glaube, da haben wir auch Schlüssel geklaut. Müssen wir mal die Schlüssel, die wir gesammelt haben, müssen wir eigentlich mal dem Heini abgeben. Oder wir behalten sie. Dann können wir mal aus dem Gefängnis auswischen. Oh, da ist ein Bargest. Ey, ich hab doch mein Schild hier gehabt, oder? Sag. Hey, so ein kleiner Bargest mit der Name jetzt schon raus, der sollte jetzt doch keiner rauf oder? Ich glaube, da kommt noch ein neuer, oder? Ah, nee, ist ein Burgert. Oder? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Egal. Okay, da vorne ist ein Teddybär. Bruno! Und der Bargest. Der Paragon-Bargest sogar. Lass mich hier nur. Ich kann nur kurz sehen, alle machen, dann können wir spielen. Okay, jetzt kommen wir spielen. Bruno, willst du einen Keks? Du kriegst aber keinen! Bruno, das machst du nicht wieder, nein. Ich werde jetzt mal was Gutes machen. Warte. Geil. Achso, ich hab ihn getötet. War nicht jemand Vergorter! Hey, die ziehen mehr ab als die meisten Gehilfen. Was geht jetzt mit dem Vergotter? Hallo, mein kleiner Süßer. Folgst du uns jetzt? Geil! Ist das geil! Schwingt er sich jetzt da runter, oder was? Boah, hat ja die Antilope getötet. Hey, das ist mein neuer bester Freund. Hey, der Zauber gefällt mir. Der ist ja mal geil. Das gefällt mir echt. Okay, Vergotter. Haltet euch von den Toren fern. Vergotter mitkommen. Hoffentlich tötet er jetzt nicht alle Einwohner hier. Komm her. Boah, süßer Vergotter. Töte ihn! Ich nehm den Ist ja geil. Nein, er ist nicht durch die Tür gekommen, verdammt. Das Herz eines Paragon-Bargest. Das sind wirklich unglaublich zähe Kreaturen. Gebt mir einen Moment Zeit. Hier, nehmt es. Ihr seid besser dazu geeignet, die Tiefen des Scherbensturzes zu durchforsten als ich. Ihr könnt euch jetzt in die Kälte wagen und untersuchen, was genau dort vor sich geht. Natürlich. Dann auf bald. Ist ja eh klar. Natürlich, wir sind natürlich am besten dafür geeignet. Wir waren da zwar noch nie, im Gegensatz zu dir, der da schon oft war und sich da auskennt. Aber nee, wir sind super dafür geeignet. Scherbensturz, ich glaube, da waren wir sogar schon mal drin. Oder? Könnte sein. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ich jetzt immer vor Gottes heraufbeschwöre, die mir helfen. Das gefällt mir. Mich kotzt es nur. Ich hoffe nur, dass die Gegner auch auf die dann gehen und dann nicht nur auf mich gehen. Also, dass sie mir halt nicht nur im Kampf helfen, sondern auch, dass die Gegner sie halt beachten und die angreifen. Okay.
Muss ich jetzt das Amulett erstmal ansetzen, oder? Ich setze es mal zur Not an. Ich will jetzt nicht so auf halbem Weg erfrieren. Sieht aber hier richtig geil aus. Das gefällt mir. Okay, irgendwas muss da sein. Eine Eisabwehr, ja, aber das wird's nicht sein. Also ich kann mir jetzt ganz ehrlich nicht vorstellen, dass so eine kleine Elfe das hier gemacht hat. Da muss schon was Größeres dahinter stecken. Oh Gott, ah! Töte sie! Bagotta! Also der tut jetzt nicht so richtig stark angreifen, aber es ist schon nicht schlecht. Er tut, er macht etwas Schaden, also er macht mehr Schaden als die normalerweise die Begleiter, die wir haben. Weil die man ja eigentlich nie schaden, also oder so gut wie kein. Was ist da? Ach, Teddybär. Ja, der kann dann natürlich leben in der Kälte. So. Ja, der Wolf kann da auch leben. Alle können da leben, außer ich, oder? Hey. Stress mich nicht, du Kackdreckswolf! Boah, wie viel Leben hat der Wolf? Fagotta! Greif mal, greif den Bruno an! Hey, ich will eine Armee von Fagottas haben, dass sie mir so helfen. So 100 Fagottas. Der versperrt mir einfach den Weg, dass der Bruno nicht mehr zu mir durchkommt. Boah, voll viel Leben verloren. So zwei langweilige Gegner. Schlimm. Okay, gibt's hier was? Eis? Cool. Okay. Weiter geht's. Ja, Falle! Fagotta! Okay, ich warte, bis der sich umdreht. Ich will den jetzt wegstellen, den scheiß Dreckswolf. Ja. Der bleibt jetzt da. Und ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ah, natürlich. Okay, schau. Hab ich den Wolf mal besiegt. Zack. Zack. Das war's von dir. Aber ganz ehrlich, wie können die Wölfe da bitte überleben? Die Wölfe, die... Das macht sowieso keinen Sinn, aber egal. Aber immer sehen die Waffen ja irgendwie cool aus. Sicher, es sieht alles so aus, als würden die so blau sein. Die Wölfe sind voll aggressiv hier. Die machen immer, greifen die ganze Zeit an. Aber immer tut man Fagotta ihnen etwas abdecken. Ja, die sind sogar fast getötet. Ich bin beeindruckt. Nein, Fagotta! Ich muss noch ein bisschen... Ah! Scheiße. Jetzt bin ich ganz langsam. Okay, Gehalt und Fagotta wieder dabei. Nein! Oh. Nein, ist Fagotta schon wieder falsch. Nein, nein! Ich glaube, der kommt gar nicht mehr weiter. Coole Blumen. Und ein Haufen. Gold und ein paar Scheiben und ein einnischender Hammer. Oh, mein Fagotta ist da. Juhu! Ja! Scheiße, der wird von jedem Ding getroffen. Okay, irgendwelche blauen Flammen. Schauen wir erstmal, ist ein Elfen-Champion da? Nee, gut. Dann sollte es nicht so schwer sein. Fagotta, vernichte sie! Also ganz ehrlich, Elfen. Ihr glaubt doch echt nicht, dass ihr gegen mich eine Herausforderung habt. Also ich... Das ist jetzt mal mein Tipp. Also ich glaube, eine Falle steckt dahinter. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da irgendwas anderes ist. Oder? Also ich habe immer noch keine Ahnung, aber... Erinnert ihr euch noch ganz, also nicht ganz am Anfang, aber schon sehr, sehr lange her, da mussten wir doch für, ich glaube, Kanarok oder Bohat, für irgendein Dorf zumindest. Für irgendein Dorf mussten wir den Auftrag erledigen, Jotuns zu töten. Und ja, das ist schon sehr lange her, ich weiß. Aber das Wichtige auch daran war, dass... Oh, das ist da ein Troll ist. Wo ist mein Fagotta? Nein! So. Scheiße, genau vor dem Bergtroll geschaut. Okay, das wird nicht lang. Ne, aber erinnert ihr euch noch, da war noch Jotuns und eine Höhle. Und ich weiß nicht mehr, es war auch für irgendeine kleine Stadt, für irgendeine merkwürdige. Und wer schreibt mich in Skype an? Egal, ich stelle mich doch extra in Skype auf. Ich habe heute sogar mal dran gedacht. Ja,
ziehen wir krass viel ab. Ja, ich schaue jetzt ganz kurz auch mal, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mal auf die Karte schauen. Stellenweise will ich auch nicht mal. Ja, Dienhill, genau dieses Dorf, da war doch, die haben uns ja gesagt, dass wir Jotuns töten müssen. Erinnert ihr euch noch dran? Und das Coole auch daran war, dass die dann auch gesagt haben, dass dann am Ende, als wir die Jotuns alle gemacht haben, dass da so ein merkwürdiger Mann war und der gesagt hat, ja, der schickt euch und die schickt euch. Und ich habe Mana gehört. Ja. Und eigentlich war der richtig merkwürdig und es war ja auch ein starker Magier. Es könnte ja sein, dass der irgendwie dahinter steckt, weil ich habe immer noch keine Ahnung, wer, was oder warum der da war. Würde Sinn machen. Ich glaube nicht, aber ich schätze, dem werden wir nochmal begegnen. Nein, nicht mein vergorter Lassin, er hat dir nichts getan. Scheiß Bergtroll. Wie kannst du es wagen? Nein, vergorter Lauf. Du bist mein bester Freund in diesem Spiel, außer Agar, der Säufer. 1600 Erfahrung. Boah, geil. Dolche des Blutbads sind besser als unsere Dolche, dann nehmen wir sie gleich mal mit. Okay. Scheiße, ich habe ich muss mir jetzt echt mal Mana und Lebensflecke mal wieder kaufen. Ich habe gar keine mehr. Ja, das sind wieder Wölfe, die mich ankotzen. Okay, aber wir müssen einen kleinen Cut machen und ihr werdet dann sehen, ob ich die alle machen werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.